Ja, hallo und herzlich willkommen zum Switchdown. Wir haben noch 8 Tage vor uns und die meisten Journalisten haben ihre Switches schon in den Händen. Ja, ich hätte jetzt auch gerne eine. Aber man kann ja nicht alles haben und deswegen setzen wir uns heute nochmal mit Mario Kart 8 Deluxe auseinander. Das Rennspiel von Nintendo, welches die Mario-Charakteren mit Items über gewisse Kartstrecken fahren lässt und, naja, ich denke mal, was Mario Kart ist, ist uns allen bekannt. Es wird am 28. April erscheinen und es soll die definitive Version sein. Somit wird es alle Wii U Features inklusive dem DLC erhalten. Somit haben wir 6x4 neue Strecken, die in der Wii U Version dazugekommen sind. Also jetzt sind sie ja auch alt, aber halt die neuen Strecken, die für das Spiel designt wurden. Und 6x4 Retro-Strecken. Also die 4 Strecken sind immer in einem Cup, aber denk mal, das wisst ihr alles. Also haben wir insgesamt 48 Strecken in der Version. Es sind keine neuen Strecken für die Mario Kart 8 Deluxe Version hinzugekommen. Darüber hinaus haben wir ja in der Wii U-Version noch 36 Charaktere zur Verfügung, aber da sind auch 5 Babys und 7 Koopalinge dabei. Also dementsprechend, ja, ist halt ein bisschen weniger eigentlich, aber wie gesagt, 36 Charaktere, die uns da zur Verfügung standen. Aber die Deluxe-Version hat natürlich dann auch noch Bonus-Features. Zuerst einmal ist der absolut grottenschlechte Battle-Modus endlich ersetzt worden. Ist eigentlich eine Frechheit, dass sie den nicht auf der Wii U-Version schon nachgepatcht haben, denn ja, dieser Battle-Modus, der war echt nicht so der Hammer. Jedenfalls, der Battle-Modus enthält endlich wieder Arenen und nicht mehr Strecken, auf denen wir umherfahren, warum auch immer. Also halt wie in früheren Spielen und unter anderem haben wir dann den Urgent Underpass, eine Splatoon-Variante einer Battle-Arena. Dann haben wir das Battle Stadium. Wir haben die GameCube-Version von Luigi's Mansion, also als Retro-Strecke. Und von der SNES haben wir noch den Battle Course One. Dann werden wir verschiedene Spiele haben, wie den Bob-Bomb Blast. Hierbei werden wir uns mit Bomben abwerfen, die wir bis zu 10 Bomben stacken können, bevor wir sie dann loswerfen. Dann gibt es noch natürlich den Ballonkampf. Jeder hat hierbei aber 5 Ballons und nach dem Tod respawnt man, aber mit der halben Punktzahl. Weiterhin wird auch spekuliert, dass wir noch weitere Battle-Modus halt mit Münzen, mit Shines und auch mit Piranha-Pflanzen bekommen. Weiterhin haben wir in der Deluxe-Version von Mario Kart 8 auch neue Charaktere, unter anderem King Boo, Knochentrocken, Bowser Jr. und Inkling Junge und Inkling Mädchen. Und diese erhalten dann noch 3 neue Fahrzeuge. 2 sind Splatoon-Fahrzeuge und einmal haben wir noch das Koopa Clown Car dazu. Dann gibt es auch wieder 2 neue Items, die allerdings natürlich aus alten Spielen wieder aufgegriffen sind. Zu einem haben wir die Feder, die uns nur im Battle-Modus zur Verfügung stehen wird und die ermöglicht uns quasi hohe Sprünge auszuführen. Und dann haben wir noch das Item des Boos, also des kleinen Geistes, das uns ermöglicht, Items zu stehlen. Weiterhin können wir jetzt 2 Items halten. Es gibt wieder diese Doppel-Item-Blöcke wie in Mario Kart Double Dash, nur dass sie diesmal von einem Charakter verwendet werden können. Dann gibt es auch noch ein neues Smart Steering Feature. Da hat man so eine kleine Antenne hinten an seinem Kart dran, dass das symbolisiert, dass man das benutzt. Und es sorgt halt einfach dafür, dass man auf der Strecke bleibt und dass das Kart ein bisschen gelenkt wird. Das ist halt besonders halt für Kinder oder wenn man halt mit nicht so erfahrenen Leuten spielt, dass sie es anschalten können und halt trotzdem noch Spaß haben können, trotzdem auf der Strecke bleiben und dass sie in der Regenbogenpiste nicht alle runterfallen. Gut, dann kommen wir auch zum Multiplayer. Lokal werden wir 8 Switches miteinander verbinden können, die dann zusammen spielen können. Wir können allerdings auch an einer Konsole mit 4 Leuten gleichzeitig spielen, wie in der Wii U-Version. Hierbei können einzelne Joy-Cons, der Joy-Con Grip, der Pro-Controller und all das benutzt werden. Online wird es dann wohl einen 12-Spieler-Modus geben, in dem 12 Spieler online um den Sieg fahren können. Was sagt ihr denn zu der neuen Mario Kart 8-Version, diese portierte Version? Ich selber muss sagen, ich habe Mario Kart 8 halt schon auf der Wii U und es ist ein super Spiel, keine Frage. Und ich habe es tatsächlich auch bestellt, die Deluxe-Version. Aber irgendwie, vielleicht irgendwie, dass wir noch 2 neue Cups bekommen, einen neuen Retro-Cup oder so. Irgendwas fehlt mir bei der Deluxe-Version eigentlich noch. Für mich ist halt das Hauptverkaufsargument einfach, dass ich keine Freunde habe, die eine Wii U haben, außer halt online ein paar Leute. Aber von meinen realen Freunden in der echten Welt hat halt niemand eine Wii U. Und ich denke, viele werden sich hier eine Switch zulegen. Und dann kann ich immerhin mit denen dann Mario Kart spielen. Deswegen werde ich wahrscheinlich Mario Kart 8 Deluxe haben, einfach damit wir dann zusammen spielen können. Weil, ja, sonst wäre das halt schon ein bisschen doof, ne? Aber was sagt ihr denn jetzt zu dem Upgrade mit der Deluxe-Version? Und wenn ihr mehr vom Switch sehen wollt, schaut in die Beschreibung, da habe ich die Playlist verlinkt und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.